Hallo meine Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Jahresfavoriten im Bereich Pflege, Hautpflege etc. Und ja, ich zeige euch die Produkte, die ich das ganze Jahr über so verwendet habe, sehr gerne verwendet habe. Bei manchen bin ich nicht so ganz stolz drauf, aber ja, trotzdem zeige ich euch die. Und ja, schreibt mir gerne mal euer Favoritenprodukt in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Ja, ich habe hier das Kistchen schon vorbereitet und zupf einfach raus, was ich erwische. Und ja, möchte euch jetzt gar nicht zu viel auf die Produkte eingehen, denn die meisten von euch, die mich schon länger schauen, wissen, wie, was, warum ich die Produkte gerne verwende. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die mir auch gerne in den Kommentaren stellen. Ja, beginnen wir bei Trockenshampoo. Und ja, meine allerliebsten Trockenshampoos sind die beide hier. Und zwar jetzt nicht direkt der Duft, aber allgemein Batiste Trockenshampoos finde ich eigentlich immer wirklich sehr, sehr gut. Vor allem, die sind auch ein Tick besser als die hier von Balea. Aber ich mag auch die hier von Balea. Denn Preis-Leistung ist einfach top und so für den Alltag reicht das völlig aus. Aber der Duft hier mit Soft Cotton, wisst ihr bereits, den liebe ich über alles. Bleiben wir gleich bei den Haaren. Ich habe schon über ein halbes Jahr lang diese Haarmaske zu Hause, die ich immer wieder verwende. Und zwar ist das die von Pomelo und Co. Und zwar ist das die Vanilla Boost Maske, die ich sehr, sehr gerne verwende und die meinen Haaren auch eigentlich ganz gut tut. Ja, ist jetzt kein Wundermittel, so wie es vielleicht manchmal auch bei Instagram gesagt wird. Aber ich finde sie echt wirklich ganz gut. Des Weiteren verwende ich für meine Haare auch gerne diesen Haarspray hier von Syoss. Und zwar ist das der Max Hold in der grünen Variante. Ich sage das auch immer speziell dazu, dass einfach der hier in der grünen Verpackung der beste ist, für mich zumindest der allerbeste, gibt echt tollen Halt und lässt sich aber trotzdem auch nachher noch gut auskämmen und das finde ich einfach sehr gut, ist auf jeden Fall auch die Stärke 5, also der stärkste Halt, aber ja, ich finde ihn einfach trotzdem richtig gut und ich habe auch schon einige mit diesem Haarspray angesteckt. Ja, für die Haare danach, also der letzte Step für meine Haare ist dann meistens immer Haaröl und da verwende ich das hier von Balea. Das ist das Oil Repair Intensiv Haaröl und ja, ich muss sagen, hundertprozentig zufrieden bin ich mit dem hier nicht, aber ihr kennt mich ja schon, ich werfe keine Produkte einfach so weg, außer sie sind schlecht geworden, riechen schon etwas ranzig etc., dann kommen die schon weg, aber ich bin schon der Typ, der meine Produkte auch immer gerne aufbraucht, die kosten ja alles auch Geld, deshalb ja, ich würde mir als nächstes eigentlich eher dieses Haaröl von L'Oreal, glaube ich, kaufen. Dieses Jahr über habe ich eigentlich das immer in den Spitzen gegeben und war eigentlich so im Großen und Ganzen ganz zufrieden damit. Weiter geht's unter die Dusche, würde ich sagen. Und da habe ich euch drei Produkte zu zeigen. Ich möchte euch jetzt auch kein Duschgel oder Haarshampoo, Spülung oder so zeigen, denn da wechsle ich mich gerne immer ab. Ihr wisst, bei Duschgel etc. verwende ich auch gerne die Balea Duschgels, einfach weil sie immer tolle LEs rausbringen. Preis-Leistung top und die Inhaltsstoffe auf jeden Fall auch ganz okay sind. Zumindest bei den meisten. Aber was ich schon wirklich auch immer dieses Jahr auch verwendet habe, ist so eine Intimwaschlotion. Und zwar diese hier von Yessa, das ist die DM-Eigenmarke. Einfach für den Intimbereich sollte man doch eher etwas pH-freundlicheres verwenden und da greife ich gerne zu Yessa. Genau, dann noch ein Produkt, das ich euch auch schon des Öfteren gezeigt habe und zwar von Balea, dieser Rasierschaum und das ist egal welcher Duft etc. es ist, aber dieser Rasierschaum von Balea ist einfach on top und ich könnte ihn mir eigentlich auch nicht mehr wegdenken. Ja, bleiben wir gleich beim Rasieren. Ich habe den Venus Rasierer und habe mir den irgendwann mal zugelegt und es war eigentlich einer der besten Investitionen im Bereich Rasierer. Ich habe ja früher doch immer auch die Einwegrasierer verwendet und ja, man kennt doch einen großen Unterschied. Umweltfreundlicher ist der auf jeden Fall auch, aber ich habe mir jetzt einen Rasierhobel zugelegt. Mal sehen, wie ich den so finde. Ich kann hier auf jeden Fall sagen, dass ich mich fast gar nie schneide oder so, was ich mit den Einwegrasierern doch sehr häufig gemacht habe. Nach dem Rasieren kommt bei mir immer ein natürliches
pflanzliches Deo im Einsatz und da verwende ich gerne das hier von Ringana, dieses Fresh Deo Terrain. Ich würde es jetzt so nicht empfehlen, also es gibt mir so alltagmäßig nicht genug Schutz, aber mir ist es immer sehr, sehr wichtig, dass ich nach der Rasur, wo die Haut gereizt ist, etwas aufgekratzt ist, wo dann natürlich die Inhaltsstoffe ganz schnell eintreten, dass ich auf jeden Fall ein sehr, sehr natürliches Produkt an meine Haut ranlasse. Im nächsten Tag schaut es dann eh schon wieder anders aus. Vor allem, wenn ich zur Arbeit gehe, dann verwende ich das Produkt, auf das, was ich eigentlich gar nicht stolz bin drauf, es zu verwenden, denn die Inhaltsstoffe hier sind meiner Meinung nach, ja, ich möchte jetzt nicht auf die Inhaltsstoffe eingehen, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber es gibt einfach einen wirklich tollen Schutz und wenn man eine sehr, sehr, ich würde sagen, anstrengende Arbeit hat oder auch wenn man zu Sport geht oder so, kann ich ohne dem einfach nicht und da wechsle ich mich auch gerne immer ab bei dem hier in der blauen Variante oder auch die rosa Variante, die finde ich auch richtig gut. Vielleicht sogar noch ein Tick besser als die hier in Blau. Und als Sprühdeo verwende ich dann auch gerne dieses Borotalco hier, so auch für den Alltag. Weiter geht's mit zwei Produkten, die ich euch ständig in die Kamera halte, ständig nachkaufe und aufbrauche. Und zwar spreche ich von den beiden hier. Und zwar ist das einmal hier von Balea, das Reinigungsöl für ja schnelle Reinigung, auch bei wasserfestem Make-up mit Arganöl für trockene Haut. Ist für mich die beste und schonendste Make-up-Entfernung, was ich die letzten Jahre so ausprobiert habe. Und das Gesichtswasser hier von Balea ist das ultrasensitive Gesichtswasser ohne Parfüm, Parabene und Farbstoffe, ohne Alkohol und da stimmen einfach die Inhaltsstoffe, deswegen verwende ich es auch gerne. Habe ich zumindest das ganze Jahr über sehr, sehr häufig verwendet. Bleiben wir auch gleich bei Gesichtswasser und zwar, wenn ich sehr, sehr unreine Haut habe oder ich sehe, dass ich vermehrt Mitesse etc. habe, dann verwende ich gerne das hier. Habe ich aber, muss ich ehrlich sein, jetzt die letzten Wochen nicht mehr wirklich verwendet. Und zwar ist das von Alverde das Clear Gesichtstonic mit Heilerde Bio-Grüntee für unreine Haut. Und ich muss sagen, es tut mir wirklich gut, wenn ich erkenne, dass ich gerade sehr, sehr unreine Haut habe. Aber ich habe da jetzt auch von Ringana etwas, das ich jetzt doch ein bisschen lieber verwende. Ja, als Gesichtswasser habe ich auch das hier noch zu Hause, was ich eigentlich nicht für mein Gesicht verwende, sondern um meine Beauty Blender zu reinigen. Und da ist mir egal, was für eine Richtung das ist jetzt Rose und ich finde, da kann ich zumindest meinen Beauty Blender um einiges schneller und besser reinigen. Da lasse ich dann den Beauty Blender ein bisschen einwirken mit Hälfte das hier, Hälfte heißes Wasser und lasse es ein bisschen einwirken und danach schrubbe ich den mit ganz normaler Seife, Stück Seife ab. Als ganz normale Stück Seife verwende ich die hier und zwar ist das von Balea Med, die pH 5,5 hautneutrale, seifenfreies Waschstück für empfindliche Haut und da reinige ich auch meine gesamten Pinsel damit und bin eigentlich total zufrieden damit. Reicht auf jeden Fall aus und ist auch sehr, sehr schonend für die Pinselhaare. Gehen wir in den Bereich Lippen und Lippenpflege und zwar brauche ich da auch immer etwas zu Hause und ich habe euch das letzte Jahr auch schon gezeigt, auch in meinen Jahresfavoriten und zwar ist die Kaufmanns Haut- und Kindercreme, die ich eigentlich täglich abends auf meine Lippen auftrage zum Schlafen gehen, die meinen Lippen auch wirklich sehr, sehr gut tut und die habe ich echt schon lange zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob die vielleicht nicht auch bald mal abläuft, aber ja, sie ist sehr, sehr ergiebig und man braucht auch gar nicht wirklich viel. Und wenn ich so tagsüber mal etwas brauche, zumindest bevor ich anfange mich zu schminken, verwende ich eigentlich immer den hier. Und das ist der Labello Lip Scrub, also der, der die Lippen auch ein bisschen peelt und alte Hautschüppchen runter entfernt. Ja, und auch schon eine Pflege mit dabei. Also die zwei Lippenpflegeprodukte habe ich auch das Jahr 2021 sehr, sehr häufig verwendet. Für die Hände brauche ich auch ab und an mal Pflege, vor allem jetzt zur kalten Jahreszeit. Und ich versuche, dieses Produkt leer zu machen. Und zwar ist das von Lanchester Hand- und Nagelcreme. Und eigentlich finde ich sie ganz toll, aber die Inhaltsstoffe sagen mir jetzt auch nicht hundertprozentig zu. Da werde ich auch auf Ringana künftig umsteigen. Dann habe ich hier eine Tuchmaske. Ihr wisst, ich liebe Tuchmasken. Und ja, ich probiere mich da auch immer bei den LEs und Neuheiten aus, also ganz egal, welche ich teste, gerne
Sehr, sehr gerne Tuchmasken. Diese Maske hier ist von Action und zwar ist das die Hydrogel-Lippenmaske. Und ja, ich glaube, da habe ich auch einige von euch schon angesteckt damit und ich verwende sie eigentlich sehr, sehr gerne. Solange ich nicht auf die Inhaltsstoffe schaue, ja, wie gesagt, verwende ich die gerne. Aber ja, ich muss halt auch sagen, sie tut meinen Lippen auch wirklich sehr, sehr gut, vor allem zur kalten Jahreszeit oder wenn ich auch sehr, sehr häufig Liquid Lipstick trage. Dann habe ich hier noch ein Haarprodukt, das ich euch auf jeden Fall auch nicht vorenthalten möchte und zwar ist das von Langhaarmädchen Leichtcam Spray. Ich brauche den einfach schon mal alleine für meine Tochter. Ich möchte nicht, dass ich sie zu viel reißen muss bei den Haaren, wenn ich ihre Haare kämme. Ja, sie ist auch gerade dabei, dass sie ihre Haare länger wachsen lässt und das ist dann nicht mehr so einfach. Und damit sie da nicht Schmerzen hat und ja, ihr nicht wehtun muss beim Haare kämmen, verwende ich dann dieses Produkt hier. Auch ich selbst verwende es gerne. Kommen wir zu den letzten zwei Produkten und zwar ist das Parfum und da wechsle ich mich schon auch immer wieder gerne ab. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich Larisee-Düfte sehr, sehr gerne verwende. Ich kaufe da zweimal im Jahr einen großen Schub nach und hauptsächlich verwende ich für mich die Nummer 73, glaube ich, ist das. Und zwar ist das das Duft Dupe zum Chloe Parfum, den ich einfach sehr, 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 sehr gerne mag, diesen Duft. Das ist so ein Duft, den ich mir Frühling, Sommer, Herbst und Winter auftrage. Und da kann man, einfach nichts falsch machen. Vor allem um den Preis ist das auf jeden Fall on top. Ein Drogerieparfüm möchte ich euch auch noch zeigen, das ich, glaube ich, auch dieses Jahr dreimal nachgekauft habe. Und zwar spreche ich von dem hier, das ist der von Nihan. Der kostet, glaube ich, 9 Euro irgendwas bei DM und ich finde den um den Preis wirklich sehr, sehr gut. Verwende ich ihn eher. Ja, verwende ihn eher so im Alltag. Was ihr vielleicht wissen solltet, es ist schon ein sehr, sehr schwerer Duft. Ich mag sehr, sehr gerne schwere Düfte, obwohl ich ja eigentlich bei parfümierten Sachen sehr, sehr pingelig bin. Aber ich mag einfach gerne schwere und süßlichere Düfte. Obwohl ich ja sonst, ich weiß, bei den Pflegeprodukten oder so, es nicht ab kann, wenn hier Duftstoffe oder auch sogar süßlich riecht, dann mag ich es gar nicht. Ich weiß nicht, da bin ich ein bisschen komisch vielleicht, aber ist einfach so. Meine Lieben, wie gesagt, schreibt mir gerne euren Favorit in die Kommentare, würde mich interessieren. Das war es auch schon mit meinen Produkten vom Jahr 2021, meine Favoriten. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.